Herzlich willkommen, ich bin's, euer Laser, und heute ein richtig geiles Unboxing. Ich hol's mal eben. Scheiße, ist das riesig. Hey, das wird nichts. Das wird nichts, oder? Ja, doch, vielleicht, wenn ich mein Wasser wegnehme. Ich bin nämlich umgestiegen auf Wasser. Ja, doch, gerade so. Ja, ihr müsst euch vorstellen, hier vorne ist jetzt nochmal so ein Stück auf meinem Tisch und hier hinten ebenso. Ja, darf ich euch vorstellen, in kleinem Format. Warte mal, ich habe eine Idee. Geht das nicht? Ich habe doch hier oben meinen Slider. Guck mal, wir sliden hier einfach mal. Ach, hier ist Ende. Schade. Ja, hier ist Ende mit dem Slider. Also, darf ich euch vorstellen, die Inception von Hobby King. Ja, Moment, ich probiere mal was. Und einmal rüber. Ja, hier ist der ganze Karton. Guckt euch das an. Wir bleiben aber hier in der Mitte. Ich wusste das. Leider wird irgendwann nochmal wichtig. Ja, wir haben hier die Inception von Hobby King. Ich packe das mal aus. Das Boot ist riesig. Also, das ist ein Riesenteil. Hier nochmal der Karton. Brushless 80 bis 50 km/h, weil 4 und 6S möglich. Ich habe das Boot damals bei Hobby King gesehen. Und dann hatte das früher oder später Benny, aka German SC Playground, auf seinem Channel. Und ich war total angeturnt von diesem Boot. Ich finde das richtig hübsch. Richtig cooles Teil. Hier noch eine Manual Instruction drin. Und hier das geile Boot. Wir haben hier eine Länge von 1,7 Meter, 1,6 Meter ungefähr. Vielen wird das Boot vielleicht bekannt vorkommen, weil das von Amiwi auch gibt. Und zwar als Amiwi Alpha Flame, glaube ich, in Gelb und Rot. Und für 370 Euro angeboten wird. Ja, ich habe das Boot hier bei Hobby King geschossen als ARR-Version, also ohne Funke, für 140 Euro plus Versand. Ich blende euch mal hier den Preis ein, dass ihr mir da glaubt und ich nicht als Kasper abgestempelt werde oder als Schnacker. Ja, war ein Angebot, habe ich zugeschlagen, konnte ich nicht Nein sagen. Konnte ich einfach nicht Nein sagen. Richtig, richtig cooles Teil, wie gesagt, 4 und 6S. Wir holen das mal eben kurz raus. Das ist hier gesichert mit so Styropureinlagen vorne und hinten. Weil das so groß ist, kann ich euch das leider nicht ganz in der vollen Pracht zeigen. Hier hinten. Und hier wäre jetzt so die Funke noch drin gewesen, etc. Die es aber nicht dazu gibt. So, ich hole mal das Boot raus und packe mal den Karton weg. Ja, und hier haben wir jetzt das geile Boot. Ich möchte euch das mal von hinten zeigen. So sieht das von hinten aus. Viele Plastikparts. Also falls ihr das Boot mal fahren sehen wollt, etc. Der Benny hat da genug Videos gemacht, falls ihr nicht abwarten könnt bei mir. Ja, ich zeige euch das jetzt mal hier von mir. Wir haben hier die hintere Aufhängung etc. Hier einmal fürs Scooter aus Kunststoff. Hier einmal, wo die Welle gehalten wird, aus Alu. Aber dann wieder mit Kunststoffhalter. Dann hier so Finn. Die man noch verstellen kann mit einer Schraube weiter rein und raus. Aus Kunststoff. Die Teile selber sind aus Stahlblech, würde ich sagen. Ja, sehr scharfkantig das Ganze hier. Vorsichtig. Und dann hier die Plastikaufnahmen für so seitliche, scharfe, auch nochmal irgendwie Finnart, keine Ahnung, etc. Dann haben wir hier das Gestänge für die Lenkung plus Gummi gelagert. Und jetzt noch eine kurze, ein kurzer Zwischenfakt. Die ganzen Plastikparts, die ihr hier seht, kann man alle aus CNC gefrästen Alu nachkaufen. Das heißt, hier den für die Lenkung, den Halter kann man aus Alu nachkaufen. Hier die Seitenteile und hier auch diese Finnengeschichten, die aus Kunststoff sind, kann man alle aus CNC Alu nachkaufen für kleines Geld. So gesehen Tuning. Ja, das Boot, ich zeige euch das einmal hier so. Ich kann euch das leider nicht auf meiner Kamera zeigen, in der ganzen Länge. Es ist ein Single-Rumpf, also kein Katamaran etc. Von unten. Ja. Sehr schöne Lackierung. Ich muss das leider kurz auf den Tisch stellen. Das Ganze ist kein GFK-Rumpf, sondern ein ABS-Rumpf. Aber ganz ehrlich, für das Geld, also wie gesagt, ich habe da jetzt 140 Euro bezahlt im Angebot. Jetzt kostet es momentan wieder 260 oder 266 Euro als ARR-Version. Immer noch deutlich günstiger als 300 irgendwas. Aber
das ist eine andere Geschichte. Wie gesagt, das ist ABS und ich finde 140 Euro für einen ABS-Rumpf okay. GFK ist natürlich schöner, keine Frage, aber zum Reinschnuppern reicht mir ABS absolut aus. Und es macht auch keinen billigen Eindruck. So, innen drin war hier ein Ständer, den habe ich schon mal rausgeholt. Den baue ich mal eben auf. Ich möchte ihn euch nur mal kurz zeigen. Der ist so ein, halt so ein Bootständer mit bei. Mit Gummischutz. So, es handelt sich hier um Holz. Welche Art von Holz kann ich euch nicht sagen. Auf jeden Fall verleimtes Holz, Presssparen. Sieht zumindest aus. Hier sind Buchstaben drauf, A und F. Und dann hier noch die beiden Seitenteile. Und zwei Gummis, die man wohl, ach nee, haben schon Schlitz in der Mitte, die man hier rüber machen soll über die Teile, dass man das Boot hier nicht direkt auf dem Holz abstellt, sondern hier oft so Gummi gepackt ist. Ja, ich baue den mal eben zusammen und dann zeige ich Ihnen gleich nochmal. Bis gleich. Der Ständer ist zusammengebaut, so sieht das gute Stück aus mit den Gummis. Es sind zwei unterschiedliche Seiten, aber durch den Gummi fällt das gar nicht mehr so auf. Hier ist flacher als hier, deswegen werde ich das mal umdrehen, dass der Rumpf vorne hier drauf kommt. Ja, das passt auch richtig gut. So, jetzt ist das Boot hier schön auf den Gummis drauf und hat hier einen festen Sitz. Ich schiebe uns mal hier nach vorne, worum es hauptsächlich geht. Ich möchte noch mal kurz erwähnen, das Boot gibt es ja auch von Amewi. Das heißt, die Ersatzteile kann man auch über Amewi beziehen, weil es passt alles fast 1:1, würde ich sagen. Flexwelle etc., was alles da drin ist. Wir gucken mal kurz rein. Wir können hier den Verschluss, ist hier hinten mit so einer kleinen Haiflosse, können wir zur Seite drehen und dann können wir das hier so aufklappen und rausziehen. Sehr geil gemacht, sehr dick das Ganze hier. Guckt euch mal den Deckel an. Also wirklich sehr fettes Teil. Dicht, hier ist ein kleines Loch. Vorne eine Nase, was ich richtig gut finde. Eine Schraube und da ist noch so ein Gummi. Das heißt, das Gummi sitzt hier vorne in der Öffnung drin und macht nicht alles kaputt. Bei vielen anderen Booten ist einfach nur ein Metallsteg und das war's. Hier ist aber schön noch mit Gummi drum, finde ich ganz gut. Und ja, das ist der Verschlussriegel. Das heißt, wenn ich jetzt hier hinten an der Flosse drehe, hier, dann kann ich hier das Boot einmal schließen, öffnen, ja. Richtig cool gemacht. Und mit den Teilen hier wird das Boot zugepresst. Ja, gucken wir mal rein in das gute Stück. Ich hole euch da mal näher. Ja, wie wir schon hier außen sehen, wo der Deckel drauf sitzt, ist eine Dichtungslippe aufgebracht. Die kann man auch nachbestellen. Und dann haben wir das Innere. Ja, hier sehen wir jetzt verschiedene Komponenten, würde ich mal sagen. Wir sehen hier einmal einen Outrunner. Wir sehen die Flexwelle, wir sehen hier ein rotes Servo, was mit Klepp hier die ganzen Kabel festhält. Und ja, einmal XT90 Stecker mit einer Condibank, so wie es aussieht. Dann haben wir hier den 90 Ampere Regler, wassergekühlt. Dann haben wir hier 9 Kilo Servo und hier einmal das Reglerkabel und hier einmal das Servokabel. Das Servo sieht ein bisschen aus wie von Arma. Hier kann man dann den Empfänger drauf machen, da das ja bei mir ARR ist, ist hier natürlich keiner mit bei. Ich werde hier aber die GT2, die habe ich ja am Start, die ist hier, die werde ich da einbauen, weil sie auch noch so schöne Regler hat zum Einstellen. Die werde ich hier in das Boot verbauen, da nur 4 Batterien. Ich könnte jetzt auch meine Graupner nehmen oder, aber da sind mir die Empfänger zu wertvoll und wenn mir so ein GT2 Empfänger kaputt geht, ist mir das egal. Bei meiner Graupner nicht oder bei meiner Spektrum. Daher die GT2. Die kommt hier in so einen kleinen... Ach ja, genau. Da kommen wir gleich zu. Es gibt noch Zubehör hierzu. Ja, haben wir hier das Servogestänge. Das Servo arbeitet hier mit 9 Kilo. Eigentlich ist es so gedacht, dass wo hier das, der Empfänger drauf kommt, weil hier ein Antennenröhrchen ist, wo eine Antenne reinkommt. Aber das wird anders ausgeliefert, habe ich gesehen. Ja, Outrunner-Motor, untypisch eigentlich. Viele kennen das so, dass die Motoren hier so einen Mantel haben und da ist die Wasserkühlung drin. Diese Outrunner-Geschichten hier ist das Tolle oder das, ja doch, ich würde schon sagen, ist das Tolle, dass die sich so teilweise sogar selbst kühlen,
durch das Äußere. Aber wir haben hier vorne auch noch ein Wasserkühlschild mit dran. Hier das Kabel für die Wasserkühlung muss ich mal umlegen, weil das hier auf den Motor kommt. Das ist nicht so praktisch gelegt hier. Dann wurden über die Schläuche hier so kleine Spiralen gelegt, ganz gut gemacht, damit die Schläuche hier nicht so abknicken wie hier zum Beispiel. Das heißt, man legt hier so das Metall, diese Metallrifflung hier rüber und dann können diese Schläuche nicht so leicht abknicken. Ja, von der Verarbeitung her muss ich sagen, bis jetzt sieht das ganz ordentlich aus. Ich würde nur das Kabel hier ein bisschen anders legen, das stört mich hier. Also das werde ich wohl nachträglich wohl hier rumlegen, dass das auf der Seite so rüber geht, weil hier am Motor finde ich das jetzt nicht so praktisch gelöst. Ja, dann sehen wir hier die beiden Akkufächer rechts und links mit Clap, die wir auch noch verstellen können. Das heißt, wir können die Lockerschrauben nach vorne und nach hinten schieben zur Gewichtsverteilung. Ganz gut gemacht hier. Ja, dann haben wir hier einmal die Flexwelle, die hier in den Teflonrohr läuft. Ich weiß gar nicht, ob man das fetten muss. Das muss ich mir nochmal, da muss ich mich nochmal informieren. Ja, so viel zum Inneren. Ziemlich groß das Ganze. Wenn wir mal meine Hände sehen, haben wir doch hier wirklich große Öffnung drin. Also ist doch schon ziemlich riesig das Ganze. Ich habe jetzt hier mal einen 4S-Akku, einen dicken. Ich will den mal provisorisch hier hinlegen. Mal gucken, wie das aussieht. Ja, könnte eng werden, ne, mit der Einbautiefe. Aber das ist ja Quatsch. Ich könnte das Boot zwar mit einem 4S-Akku fahren, da müsste ich hier einen Blindstecker draufsetzen, aber dann hätten wir das Gewicht nur auf einer Seite und auf der anderen Seite würde es fehlen. Da könnte ich den anderen 4S reinpacken, den ich noch habe. Der ist hier. Und dann hätten wir auf jeden Fall ausgeglichenes Gewicht und wenn der eine leer ist, stecke ich den anderen ran und könnte so fahren. Das müsste eigentlich funktionieren. Werden wir ausprobieren. Ansonsten kommen die guten Kollegen hier rein. 2S mal 2 und die passen hier ohne Probleme rein. Wie wir sehen, genug Platz noch und hier auch noch genug Spiel. Das heißt, wir könnten hier eventuell auch noch längere nehmen. Und für die 6S-Fahrt habe ich hier meine Softcase. Die passen hier auch ohne Probleme rein und haben hier auch noch Spiel. Ja. Also wir werden das Boot auf 4 und 6S testen. Und ja, so viel zum Inneren. Es riecht so ein bisschen säuerlich, so ein bisschen essighaft. Aber das geht, hält sich noch echt in Grenzen. Die Wasserkühlungsgeschichte hier muss ich noch verlegen. Baue ich das Ganze mal wieder zusammen. Also das funktioniert hier wirklich hervorragend mit dem Deckel. Aber ich glaube, ich werde hier noch mir Tape holen zum Abdichten, weil ich denke, dass hier Wasser reinkommt. Und wie ich das auch durch andere Videos gesehen habe, ist das der Fall. Ja, kommen wir zum hinteren Teil. Hier ist die Wasserkühlung, die hier hinten reingeht. Hier fehlt ja noch was. Und zwar war da noch eine Tüte mit bei und die gucken wir uns jetzt mal an. Das Boot packe ich mal zur Seite, weil das ist riesig und ich muss das wegstellen. Am besten mit dem Ständer zusammen. Oh, jetzt reißt mir hier schon alles runter. Ein riesen Teil. Wahnsinn. Am liebsten hätte ich das draußen gefilmt. So, kommen wir zu dem Päckchen. Bevor wir zu dem Päckchen kommen, noch eine kurze Sache. Ich habe ja mal gesagt, dass ich mir noch ein großes Boot holen werde. Und ihr seht hier auch wieder, dass ich nicht nur geschnackt habe, sondern es auch umgesetzt habe. Ich habe nur auf das passende Angebot gewartet. So, wir haben jetzt hier noch eine kleine Tüte mit bei. Hier ist einmal ein Luftballon, wo der Regler rein kann, um das Ganze wasserdicht zu machen. Das werde ich wohl auch machen. Wird wohl eine richtig kleine, schöne Fummelarbeit. Dann haben wir hier verschiedene Imbusschlüssel mit bei. Dann haben wir hier einen kleinen Kabelbinder mit bei, um wohl den Gummiluftballon etc. zuzumachen. Dann haben wir hier diese zwei Metallfinnen für die Seiten, wo ich euch sagte, die aussehen wie kleine scharfe Messer. Seht ihr das? Die kommen an die Seiten dran. Zur Stabilisierung. Die gibt es in dem Nachrüstkit, wenn man das Ganze auf Alu umrüstet, gibt es die hier wohl auch nochmal verstärkt in einem dickeren Material, weil das Material doch hier sehr dünn ist. Dann haben wir hier einmal die 6S-Schraube und zwar haben wir das bei dem Boot so, es ist ein 90 Ampere Regler verbaut,
gelabelter Marine, Hobbywing, bla, Regler. Und 90 Ampere ist ja nicht gerade viel, besonders nicht bei 6S. Und ich denke mal, dass man hier zwei verschiedene Schrauben brauchen, damit das überhaupt mit dem Regler machbar ist. Diese Schrauben haben verschiedene Winkel, sind hochglanzpoliert, sehen richtig geil aus. Guckt euch das an hier. Ei, sieht die geil aus. Das ist jetzt die 6S-Schraube. Ist das ein riesen Oschi, ey. Fühlt sich richtig massiv an. Wahnsinn. Schönes Gerät. Und jetzt kommt die etwas größere Schraube, was mich ein bisschen wundert ist. Das ist diese hier. Die ist nämlich für 4S und die ist deutlich riesig. Also die ist deutlich größer. Also viel, viel, viel größer. Und auch vom Winkel anders. Hat hier so Auskerbung und hier sehen wir auch nochmal das 4S eingraviert. Ja, und wenn ich jetzt mal beide nebeneinander halte, sehen wir, dass die 6S kleiner ist als die 4S. Ja. Aber die werden wir beide testen, das heißt 4 und 6S. Das Ganze ist aus festem Metall, ich weiß nicht was, vielleicht Guss etc. Auf jeden Fall schön hochpoliert, sieht richtig schnieke aus. Und zu guter Letzt haben wir hier noch das Ruder. Das Ruder ist aus CNC-Alu, so wie es aussieht. Schön scharfkantig hier. Und das wird auch noch angebaut. Hier, das Ganze muss noch fixiert werden. Das ist hier noch locker. Ach, das soll locker sein, okay, damit das hier Spiel hat. Ist hier eingepresst, so wie es aussieht. Ich hoffe, dass man das nicht... Achso, das ist hier mit Amanschraube rein. Und hier, sehr cool. Okay, auch das Tauchrohr ist hier mit Amanschraube drinne. Okay, muss noch angebaut werden. Ja, und diese Komponenten können natürlich auch alle gegen CNC gefrästes Alu ersetzt werden. Also nicht diese Komponenten hier, sondern die hier hinten am Rumpf sind. Ob ich das mache, weiß ich nicht. Lust hätte ich schon. Vielleicht mache ich das sogar, weil das Boot so günstig war. Das Ruder macht auf jeden Fall einen guten Eindruck. Hat nicht zu viel Spiel. Ich weiß nicht, wie das im Bootsbereich sein muss. Hier schön scharfkantig. Ja, also das Boot macht wirklich einen geilen Eindruck. Und ich bin echt mal gespannt, wie das abgehen wird. Ja Leute, das war's mit der Inception. Mit dem Unboxing. Wir müssen mal gucken, wie das Ding abgeht. Ich werde das auf jeden Fall mitnehmen nach Kankeng. Ach, hier wird der Anbau angezeigt. Mit der Einstellung. Dass wir den Schlauch drauf machen müssen etc. Leider steht hier nicht drin, ob die Welle gefettet werden muss. Ich habe extra mir so Marinefett geholt für mein Kyosho-Boot und ich weiß nicht, ob ich das hier brauche. Hier sehen wir den Anbau der Schrauben, der Finn, welchen Grad haben soll und hier nochmal die Einstellung für das Wasser, denke ich mal, wie rum man das einstellen kann. Das finde ich eigentlich ganz interessant, denn hier aufpassen, wenn man da mal die Flexwelle ausbaut, den Abstand einhalten mit 0,5 mm, das ist bei meinem Kyosho-Boot nämlich auch so. Ja, wie alles reinkommt und dass man das hier auch noch einstellen kann. Hier ist zum Beispiel die GT2, die ich habe. Ballon rein, binden, alles einstellen etc. 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 Ja, das werden wir mal machen, aber erst am See. Ja Leute, das war's mit dem Unboxing der Inception. Ich packe mal hier einfach den Prospekt hin, dann passt das von der Größe auf. Und räumen wir hier die Sachen wieder ein. Ich werde mich jetzt ransetzen und zum Wochenende werden wir die Inception, wohl sehen. Das Video hier ist vorgedreht und vorproduziert. Das heißt, alles andere liegt schon längst in der Vergangenheit, da ich im Urlaub bin. Und wenn jetzt in nächster Zeit keine Videos mehr kommen oder nur verzögert, dann seid mir nicht böse. Ich bin nicht in Hamburg. Ich bin in Urlaub für eine Woche. Euer Laser. Ich wünsche euch was. Tschüss.